Leute, ich bin's wieder, euer Matthias von billiger.de und heute stelle ich euch die Nikon J1 in Weiß vor. Die haben wir hier auch schon vor uns liegen. Hier sehen wir die Nikon in Weiß. Hier sehen wir auch nochmal die Nikon mit dem Objektiv. Wir haben hier ein 10-30mm Objektiv. Um es gleich vorwegzunehmen, es ist ein Wechselobjektiv. Das heißt, ihr könnt auch noch ein anderes Objektiv draufschrauben. Hier sehen wir komplett gar nichts, außer Nikon und Nikon 1. Hier sehen wir das mitgelieferte Zubehör, einen Schulterriemen, den Akku und so weiter. Gucken wir uns aber gleich auch nochmal an. Hier unten sehen wir, dass es mit Windows 7 kompatibel ist, natürlich auch noch mit Mac kompatibel ist, mit dem QuickTime-Player, mit HDMI-Anschlüssen, mit einer SD-Karte und vielem weiteren. Und jetzt wollen wir das Ganze einfach mal auspacken. Nebenbei sehen wir hier auch nochmal Testurteile, von Stiftung Warentest zum Beispiel mit einer 2,4 bewertet. Aber davon wollen wir uns selbst überzeugen. So, packen wir das Ganze aus. Sehen wir hier schon mal eine Disk mit der Bedienungsanleitung und weiteren Informationen. Dann sehen wir hier auch nochmal den Schnellstart-Guide. Hier sehen wir, wie die Kamera aufgebaut ist. Hier sehen wir, wo wir den Akku reinmachen müssen. Hier sehen wir, wo das Display ist, falls wir das nicht schon gesehen haben. Und hier sehen wir dann auch noch, wie das Objektiv richtig drauf gesteckt werden muss. Und hier werden die einzelnen Funktionen nochmal genauer beschrieben. Zum Beispiel der Schnappschuss oder der Fotomodus oder der Filmmodus und so weiter. Wir falten das Ganze mal wieder zusammen und legen es beiseite. Hier haben wir das Kompakthandbuch, wo auch nochmal alles erklärt ist. Ja, hier haben wir noch ein paar Garantiebescheinigungen. Hier haben wir auch nochmal ein paar Handbücher, Bedienungsanleitungen und auch mal nochmal eine CD für den PC. Dann kommen wir hier zum richtigen Lieferinhalt. Hier sehen wir die Kamera, die wir gleich auspacken. Schon ordentlich schwer. Hier sehen wir dann nochmal den Riemen. Damit könnt ihr euch die Kamera um den Hals hängen. Hier seht ihr dann das Netzgerät mit dem passenden Steckdosenanschluss für unsere Anschlüsse hier. Könnt ihr dann einfach den Akku einstecken und einfach in die Steckdose rein, bis es aufhört zu blinken. Auch das legen wir beiseite. Hier habt ihr einen USB-Anschluss für die Kamera, damit könnt ihr eure Bilder direkt auf den Computer übertragen. Und hier haben wir dann auch noch das Objektiv. Gucken wir uns auch gleich an mit der Kamera zusammen. Und dann fehlt nur noch eins, dann ist der Karton leer. Und das ist der Akku. Den packen wir jetzt mal aus. Dazu braucht man natürlich jetzt auch noch die Kamera. Hierbei handelt es sich um eine 10,1-Megapixel-Kamera. Wir haben einen High-Speed-AF-CMOS-Sensor verbaut und einen optischen Sensor, der mit 13,2 auf 8,8 mm hat. Wir haben eine Videoauflösung von 1080p. Hier sehen wir dann die Kamera. Hier habe ich gerade mal den Verschluss weggemacht. Dann packen wir auch gleich mal das Objektiv aus. Ganz schönes kleines Objektiv. So, wenn wir dann also jetzt alles ausgepackt haben, wollen wir natürlich das Objektiv einmal auf die Kamera legen. Oder beziehungsweise natürlich schrauben. Dazu lösen wir bei beiden mal den Verschluss. Dann zoome ich kurz rein, weil sonst erkennt ihr natürlich gar nichts. Seht ihr hier oben so einen kleinen weißen Punkt. Den müsst ihr hier draufhalten. Also hier mit dem Metallteil. Und dann einfach hier drehen, bis es fest ist. Ihr habt das ganz kurz klicken gehört. Und dann ist das Objektiv auch schon drauf. Und ganz kurz auch, hier könnt ihr natürlich dann auch gleich mal optisch Zoom verwenden. Dazu müsst ihr hier immer diesen kleinen Knopf drücken.
da ihr sonst nicht zoomen könnt. Das ist manchmal ein bisschen hakelig und könnte vor allem bei Videoaufnahmen zu leichten Problemen führen. Aber das werden wir später noch alles in der Testaufnahme sehen. Gut, was haben wir hier sonst noch? Wenn wir einmal hier rumgehen natürlich, einmal das Fach für den Akku, den wir dann gleich mal einlegen wollen. Und dann hier natürlich daneben auch noch das Fach für die SD-Karte. Die können wir auch gleich reinmachen. Dann wollen wir das Ganze wieder verschließen. Auf der Seite haben wir dann hier noch den HDMI- und USB-Anschluss, um es dann auf euren Laptop oder Fernseher zu übertragen, je nachdem, wie ihr es wollt. Und sonst haben wir hier oben dann noch dieses kleine Fach. Da kommt dann bei Dunkelheit der Flashblitz raus, wie gewöhnlich. Hier könnt ihr dann auch noch den Flashblitz manuell rausholen. So sieht er aus. Sehr futuristisch. Aber gut, gibt bestimmt Leute, denen auch sowas gefällt. Sonst habt ihr hier natürlich vorne noch die Kappe vom Objektiv. Wir können das Ganze mal einschmeißen. Dann können wir hier mal Deutsch aussuchen. Kriegt das hier alles mal mit. Okay, ja, interessiert uns jetzt alles gerade nicht. Komm, leg die Uhrzeit fest. So, und dann sieht das Ganze so aus. Wir können uns hier ganz kurz mal irgendwas suchen. Nehmen wir einfach mal hier den Nikon-Verschluss. Ja, hier. Können wir das dann so. Also ich drücke jetzt hier nebenbei auf den Knopf. Wenn ihr das Objektiv aber einmal rausgefahren habt, müsst ihr das nicht mehr machen. Dann könnt ihr das auch einfach so verwenden. Nur halt für den Anfang. So, dann stellen wir das mal so. Jetzt könnt ihr scharf stellen, indem ihr bis zum ersten Druckpunkt den Auslöseknopf gedrückt hält. Dann stellt er automatisch scharf. Ihr seht die grünen Balken, auf die Punkte fixiert er sich. Und dann drückt ihr auf den zweiten Druckpunkt und dann habt ihr ein recht scharfes Bild. Das könnt ihr euch natürlich auch gleich angucken, indem ihr hier auf den Wiedergabeknopf drückt. Und dann habt ihr das hier auch schon. Ihr könnt hier oben über diesen Knopf, den hier oben, auch noch rein- und rauszoomen während dem Bild. Und könnt hier auch sehen, ist doch recht scharf geworden. Wir haben hier natürlich aber auch richtig gut ausgeleuchtet. So, ihr habt jetzt gerade gesehen, ich bin auch gerade einfach wieder schnell raus, ohne irgendwas viel zu drücken. Wenn ihr hier im Wiedergabemodus seid, könnt ihr einfach ganz kurz auf den Auslöseknopf drücken und schon seid ihr wieder draußen. Gut, dann habt ihr hier natürlich noch die verschiedenen Einstellungen, beziehungsweise wie ihr Bilder aufnehmt. Wir haben hier oben den bewegten Schnappschuss. Der ist ganz nützlich, denn ihr nehmt ein Bild auf und währenddessen wird ein Video gemacht, das ungefähr eine Länge von einer Sekunde hat. Und das wird dann in Zeitlupe wiedergegeben. Ich glaube, die liegt dann irgendwo bei 2,5 Sekunden. Und nach dieser Zeitlupenwiedergabe wird dann nochmal das Bild angezeigt. Damit habt ihr also diesen ganzen Moment noch mit dabei auf dem Foto und nicht nur eben das Foto. Dann habt ihr hier nochmal einen Fotoselektor. Das ist hier die zweite Auswahl. Da werden einfach 4 Fotos gemacht und die Kamera sucht dann das beste Foto aus. Dann haben wir den ganz normalen Fotomodus und dann haben wir den Filmmodus, wo, wie vorher schon erwähnt, in 1080p aufgenommen wird. Und so viel eigentlich auch zu der Kamera. Ihr könnt hier, da muss ich mal wieder reinzoomen, es tut mir leid, das ist jetzt hier bei der Kamera ein bisschen öfter, könnt ihr hier, indem ihr auf Display drückt, natürlich auch noch die Anzeigen ändern. Habt ihr hier noch verschiedene Funktionen. Ihr könnt natürlich wie immer ins Menü gehen. Ihr habt hier so ein Drehkreuz. Oh, jetzt sieht man das ganz schön. Da könnt ihr durchs Menü die ganze Zeit rumgehen. Könnt hier einfach Startbild verändern, ein- und ausschalten. Sagen wir mal, wir wollen ein Startbild. Könnt ihr einfach auf einklicken. Und dann könnt ihr einfach übers Menü wieder rausgehen. Oder auch hier wieder einfach ganz kurz auf den Auslöseknopf. Neben dem Auslöseknopf übrigens auch noch die Videotaste. Damit könnt ihr ganz einfach Videos aufnehmen. Wir nehmen jetzt gerade schon Video auf.
Das könnt ihr dann natürlich auch ganz schnell wieder beenden. Und hier natürlich auch noch der On- und Off-Knopf. Hier haben wir dann nochmal den Papierkorb. Wenn ihr jetzt zum Beispiel im Wiedergabemodus seid, könnt ihr hier einfach auf den Papierkorb klicken. Und sofort ist das Video gelöscht. Gut. Sonst bleibt uns hier eigentlich nicht mehr viel. An das Video ist jetzt natürlich auch noch eine Testaufnahme und ein paar Testbilder angefügt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss. So, hier sind wir gerade bei einer Testaufnahme mit der Nikon J1. Wir sind hier gerade unter freiem Himmel. Im Hintergrund sind noch ein paar Bauarbeiten. Ihr könnt jetzt natürlich auch die Tonaufnahmen hören, wenn ich jetzt hier reinspreche. Es ist leicht windig, wird man nachher auf der Aufnahme sehen, ob sich das stark auswirkt. Auch wenn ich hier ein bisschen herumlaufe, fängt der Anti-Wackelsensor doch einiges ab und es entsteht ein recht gerades Bild. Ich laufe hier gerade mal in den Schatten rein. Und das waren eigentlich auch schon die Eindrücke über die Nikon J1. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Testvideo wieder. Bis dahin. Tschüss.